auch unter der Erstickungsfolter nicht, wo sie ihr Geld aufbewahrt. Täter kniet über ihr auf dem Bett. Er habe irgendwann Muskelschmerzen bekommen, erzählt er später der Polizei, und habe sich deshalb auf ihren Rücken gesetzt. Als Liselotte Schwarz Gegenwehr erlahmt, klingelt es an der Haustür. Täter geht raus auf den Laubengang vor der Wohnung und sieht unten auf dem Parkplatz das Auto einer ASB-Pflegerin stehen. Er flieht ohne Beute. Er weiß ja, dass die meisten Patienten dem ASB Schlüssel für den Notfall geben. Er läuft im Treppenhaus erstmal 2 Stockwerke nach oben und verlässt das Haus erst, als er die Pflegerin wieder in ihren Wagen steigen sieht, während Liselotte Schwarz mit einem dreifachen Wirbelsäulenbruch und anderen extrem schweren Verletzungen tot in ihrer Wohnung liegt. Ja, bei Frau Schwarz haben wir einen Brustkorbniederbruch festgestellt. Also, wenn ich das etwas übertrieben sage, als wäre da ein Panzer drüber gegangen, wobei man sich vorstellen muss, dass Dieter eben ein sehr großer, sehr starker Mann war. Und er hat seine gesamte körperliche Kraft gegen einen so alten, hinfälligen Menschen eingesetzt. Und natürlich hinterlässt das Verletzungsmuster, Verletzungsmarken, die man normalerweise nicht übersehen kann. Sie werden aber übersehen von dem ersten Arzt, der Liselotte Schwarz nach ihrem Tod sieht und der auf dem Totenschein wieder mal Nein ankreuzt bei der Frage, ob es Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod gibt. Das haben wir uns damals nicht erklären können, wieso man zunächst von einem natürlichen Tod ausgegangen ist. Natürlich gibt es da diverse Erklärungen. Die einfachste ist, dass man sagt, er hat nicht richtig untersucht, er hat nicht genau hingeguckt, er hat nicht abgetastet und er hat die Augenbindehäute nicht aufgeklappt, also er hat die Grundregeln der äußeren Leichenschau nicht beachtet. Aber man muss sich natürlich auch seine Situation klar sein. Er denkt eigentlich, alter Mensch, bekannte Vorkrankheiten, was soll da schon geschehen sein, wenn dieser Mensch dann tot im Schlafzimmer liegt oder im Bett, als dass man davon ausgeht, dass sein Herz versagt hat. Im November 2000 bekommt Olaf Däther einen neuen Job beim Arbeiter-Samariter-Bund. Er wird stellvertretender Pflegedienstleiter. Das bedeutet nicht nur Patientenpflegen, das heißt auch Schreibtischarbeit. Seine Vorstrafe verschweigt er. Sein Chef ist zufrieden mit ihm. Freundlich zuvorkommt, nicht ausfallend, nicht aggressiv oder sonst was. Ja. Sodass er zum Teil noch freiwillig hier länger gemacht hat. Also er ist nicht negativ aufgefallen hier. Und privat scheint es auch aufwärts zu gehen mit Olaf Däther. Es gibt wieder eine Frau in seinem Leben. Sie hat einen 3-jährigen Sohn und Däther verbringt viel Zeit mit den beiden. Da hat er uns nur erzählt, dass er jemanden kennengelernt hat und die auf der Sparkasse arbeitet, als Sparkassenangestellte. Und dass sie wohl irgendwann zusammenziehen wollen, entweder sie zu ihm oder er zu ihr. Nee. Die Frau heißt Silvia R. und sie arbeitet nicht bei der Sparkasse. Sie arbeitet hier, im Bremerhavener Rotlichtviertel, als Prostituierte. Hier hat Däther sie kennengelernt und ein paar Mal für ihre Dienste bezahlt. Als das bekannt wird, nachdem Däther verhaftet ist, stehen in einer Zeitung, die besonders gerne besonders große Buchstaben druckt, sensationelle Geschichten über Olaf Däther. Nur, sie sind nicht wahr. Nach all den Informationen, über die ich persönlich verfüge, ist es vollkommen das Gegenteil gewesen. Also ein Mann, der eher sich scheut, sexuelle Kontakte mit Frauen einzugehen. Man möchte fast wirklich eher sagen, so wenig wie möglich, aus was für Gründen auch immer. Auch die waren nicht zu hinterfragen. Aber der Sexbesessene, der alte Frauen deswegen umbringt, um irgendwelche Bordellorgien zu feiern, das war vollkommen falsch. Däther will nicht, dass Silvia R. weiter sexuelle Dienste anbietet in den Schaufenstern der Rotlichtmeile. Das müsse sie jetzt auch nicht mehr tun, sagt er ihr. Er sei ja ein wohlhabender Mann, Chef eines Pflegedienstes mit einem Gehalt von 9.800 Mark netto im Monat. Und er werde bald seinen eigenen Pflegedienst aufmachen. Er hatte diese Prostituierte kennengelernt und hatte sie aber eigentlich nicht als Prostituierte, als Dienstleisterin angesehen, sondern hatte mit ihr sehr viel gesprochen, sich sehr viel mit ihr unterhalten und dafür Geld bezahlt und hat in gewisser Weise das für sich als Beziehung, als Freundschaft angesehen. Er hatte sich im Laufe dieses Verhältnisses in die Frau verliebt und von seiner Seite auch Pläne geschmiedet für ein gemeinsames Leben.
Wir hatten den Eindruck, dass er an die Zukunft geglaubt hat, aber das Ganze war unrealistisch, wie sich bei der Vernehmung von Silvia herausgestellt hat. Bei ihrer Vernehmung vor Gericht nämlich überrascht Silvia R. alle Prozessbeteiligten, auch Olaf Däther, mit einer unerwartet offenherzigen Aussage. Sie hatte keine Probleme damit, sich als Prostituierte zu gerieren, auch einzuräumen, dass sie nur auf das Geld von Olaf Däther ausgewiesen sei. Und sagte auch von sich aus mit einem silberhellen Lachen, dass sie einem Mann grundsätzlich alles erzählen würde, was er von ihr hören wollte. Sie sei eben Freundin, Geliebte, Vertraute, was auch immer der Mann sich von ihr hoffe. Aber das sagt sie ja erst im November 2001 aus. Im Juni glaubt Däther noch an die gemeinsame Zukunft und gibt wieder mal Geld aus, das er nicht hat, um Silvia R. zu beeindrucken. Unter anderem bucht er eine Karibik-Kreuzfahrt im Wert von 24.000 Mark und er bestellt wieder mal ein 80.000 Mark Auto. Am 12. Juni, morgens gegen 8:30, bringt er Anneliese Kaune um. Sie wohnt in der Teestraße in Bremerhaven-Geestemünde. Die 89-Jährige ist geistig vollkommen fit und hat auch sonst kaum Gesundheitsprobleme, außer zu hohem Blutdruck. Eine lebensfrohe Frau mit 4 Kindern, 11 Enkeln und 11 Urenkeln. Die zierliche Frau wehrt sich heftig. Am Ende ist ihr Körper übersät mit Blutergüssen. Und neben den typischen Erstickungsblutungen finden sich bei der Obduktion weitere Anzeichen für Däthers übliche Mordmethode. Kleinere Verletzungen in der Umgebung von Mund und Nase und Verletzungen am Brustkorb, Unterblutungen, sodass auch hier dann die Diagnose gestellt wurde, mechanisches Ersticken durch Bedecken der äußeren Atemöffnungen und Zusammendrücken des Brustkorbs. Auch Anneliese Kaune hat nicht verraten, wo sie ihr Geld aufbewahrt. Und Däther weiß, jeden Moment kann die Pflegerin kommen, die Anneliese Kaune allmorgendlich den Blutdruck misst. Er hat keine Zeit mehr, nach Geld zu suchen, wischt wieder nur mögliche Fingerabdrücke weg und verlässt die Wohnung ohne Beute. Anneliese Kaune hatte schon die Einladungen verschickt für ihren 90. Geburtstag im August. Den wollte sie groß feiern. Eine unsinnige Gewalttat, heißt es in ihrer Todesanzeige, hat das verhindert. Herr Däther hat mir gegenüber auch gesagt, dass er sich vorgestellt habe, dass diese hochbetagten Frauen das Geld auch nicht mehr bräuchten. Und er es in gewisser Weise etwas nötiger brauchen könne als sie. Er hatte überlegt, entweder eine Tankstelle oder eine Bank zu überfallen und sich auf diese Weise Geld zu verschaffen. Hat er aber Bedenken bekommen, weil dort Videokameras aufgestellt waren. Und so verfiel er auf die Idee, seine ehemaligen Patientinnen zu überfallen und dort auf etwas leichtere Weise zu Geld zu kommen. Däthers Gehalt reicht nicht für den Unterhalt der teuren Freundin und die sonstigen Verpflichtungen. Die Stadtwerke zum Beispiel haben schon wieder mal gedroht, ihm den Strom abzustellen. Und dann hat er plötzlich kein Gehalt mehr. Zu Däthers Aufgaben beim ASB gehört es, von den Pflegern bei den Patienten barkassierte Rezeptgebühren zu sammeln und an die Apotheke weiterzuleiten, die den ASB mit Medikamenten beliefert. Ende Mai 2001 beklagt sich der betreffende Apotheker bei der ASB-Leitung, er habe schon wochenlang keine Rezeptgebühren mehr von Däther bekommen. Dann haben wir die das überprüft, haben festgestellt, dass er bei uns ca. 2000 Mark unterschlagen hat, haben ihn fristlos gekündigt und sofort Strafantrag gestellt und die Kripo eingeschaltet. Und die Kripo ermittelt auch gegen Däther wegen der Unterschlagung. Am 5. Juni wird er zur Vernehmung ins Bremerhavener Polizeihaus bestellt. Er kommt auch, wird vernommen und bestreitet die Vorwürfe. Am Abend desselben Tages begeht er seinen ersten Mord. Niemand, der mit Däther zu tun hat während der 10 mörderischen Tage vom 5. bis zum 14. Juni, stellt irgendeine auffällige Veränderung an ihm fest, nicht mal seine Eltern. Er ist ja hier denn ja auch gekommen, noch, wie er schon die ersten Frauen umgebracht hat. So als wenn nichts gewesen ist. Ganz normal verhalten. Überhaupt nicht. Nicht irgendwie da so. Ich meine, man normalerweise, also ich könnte es nicht verbergen. Also irgendwie würde man mir das ansehen, wenn ich irgendwas angestellt habe. Da. Also irgendwie wäre ich ja unruhig oder was. Nicht? Gar nicht. Ja, überhaupt nicht. So wie immer kam er rein hier und ein Hallöchen hier und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wahrscheinlich wäre es eine Frage der Zeit gewesen, wann wir dran gewesen wären. Irgendwo.
Martha Neubauer, damals 82 Jahre alt, wird Täters sechstes Opfer. Am selben Tag wie Anneliese Kaune. Er fährt direkt vom einen Tatort zum anderen.